Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. It's the story of a man named Brady who was busy with three boys of his own. They were four men living all together, yet they were all alone. Till the one day when the lady met this fellow, and they knew that it was much more than a hunch, that this group must somehow form a family. That's the way we all became the Brady Bunch. The Brady Bunch. The Brady Bunch. That's the way we became the Brady Bunch. Immobilienmarkt gefunden und konnte die gesamte Transaktion per Post durchführen. Mrs. Muir, eine Witwe aus Philadelphia mit einer Haushälterin und zwei Kindern. Achtung, meine Brille! Ich bin Eigentümer von Gull Cottage. Mein Großonkel, Captain Daniel Gregg. Er ist ein sehr gut aussehender Mann. Schöne Gestalt hat große Gewalt, Mrs. Muir. Dann muss Captain Gregg gewaltig gewesen sein. Was ist bloß aus mir geworden? 100 Jahre habe ich in diesem Haus gelebt. Es war ein ruhiges, friedvolles Dasein. Und jetzt? Warum haben Sie damals keine Kupferleitungen verlegt? Warum? Weil es so etwas vor 100 Jahren noch nicht gegeben hat. So, und jetzt verschwinde ich lieber von hier. Ich wünschte, ich könnte das auch. Gut. Sie lieben das Haus. Das muss ich Ihnen lassen. Und Sie sind mutig. Das muss ich Ihnen auch lassen. Sie können bleiben. Testweise. Danke. Wann können Sie packen? Thank you.
von Tyrannei. Wir sind Volk befreit. Ein Hoch, einen Hoch. Welcher ich versuchte, fand er irgendwo. Sein Wander war die Freiheit. Recht gab ihm sein Schwert. Sein Fahrrad ohne Mitleid. Tyrannenmacht zerstört. Arm und Reich mit einem Hoch. Vorwärts mit einem Hoch. Mit einem Hoch. Fremde Wesen aus dem Weltraum. Ihr Ziel, die Erde. Ihr Plan, sie für sich zu erobern. Ihre Ausgangsbasis, Amerika. David Vincent hat sie gesehen. Für ihn begann alles eines Nachts, als er auf einer einsamen Landstraße eine Abkürzung suchte, die er niemals fand. Es begann an einem abgelegenen, verfallenen Gasthaus, wo er anhielt, da er zu müde war, um weiterzufahren. Es begann mit der Landung eines Raumschiffes von einem anderen Sonnensystem. Jetzt weiß er, dass die Eindringlinge da sind. Er weiß, dass sie von einem Planeten der Vega kommen, dass sie menschliche Gestalt angenommen haben, und er muss eine ungläubige Welt davon überzeugen, dass die lautlose Invasion bereits begonnen hat.